Hi, grüßt euch. Heute kochen wir Shashamen. Und zwar, das ist ein südjapanisches Gericht. Und zwar brauchen wir da Kartoffeln. Die schneide ich jetzt schon in Würfeln. Kartoffeln würfeln. Am besten zwei große oder so vier kleine Kartoffeln. Zwiebeln brauchen wir auch. Jetzt schneide ich erstmal die Kartoffeln hier auf. So. Wir brauchen zu dem Shashamen, brauchen wir Miso, das ist Miso-Paste, Sojabohnen-Paste. Gibt es auch beim Japaner als Miso-Suppe, das ist eigentlich das Grundgewürz dazu. Dann brauchen wir Sojasauce, egal ob vom Italiener, sag ich schon, vom Japaner, vom Chinesen, Koreaner, Taiwanesen. Dann braucht man, wie gesagt, ich habe da jetzt mal fünf kleine Kartoffeln. Und die schneiden wir in Scheiben. Kleine Würfelscheiben und dann Thomas würfeln. Genau, ganz easy. Ein kleines Würfelchen. Ja, die schauen mal nicht so klein aus. Mal abchecken hier. Misch. Und das ist so ziemlich mein Lieblingsgericht. Ich mache das recht gerne. Ist schnell gemacht. Wie gesagt, ein paar Kartoffeln hat jeder eigentlich zu Hause. Dann ein Zwiebel brauchen wir auch noch. Schneiden wir mal Zwiebeln in kleine Würfel. Flicks da geht. Flicken und Flachsen. Dabei kann ich schon den Ofen mal einschalten. Und zwar habe ich hier Kokosfett drin, beziehungsweise Kokosöl. Und wir brauchen natürlich noch Hackfleisch. Man kann auch normales Fleisch kaufen und das selber in Würfel schneiden. Also ich persönlich mag den Hackfleisch ganz gern. Jetzt schneiden wir mal schnell die Zwiebeln hier auf. Yep. Haben wir hier keine Sauerei, aber macht gar nichts. So, als erstes geben wir die Zwiebeln rein ins Öl. Danach kommt das Hackfleisch rein. Aber fangen wir mal an. Schauen wir mal, ob das Fett schon heiß ist. Angemacht habe ich schon. Schon heiß genug ist. Das braucht nur ein bisschen. Dann brauchen wir was zum Rühren. Ja, jetzt gehen wir erstmal die Zwiebeln rein. Da könnte ein bisschen heiß sein. Ich habe jetzt zwei Zwiebeln genommen, wer will, kann auch nur eine Zwiebel nehmen. Bleibt jedem selber überlassen. Aber letztes Mal habe ich es mit einer Zwiebel gemacht, war ein bisschen wenig, finde ich. Deswegen haben wir da jetzt zwei Zwiebeln rein. Zack. Sorry, ich esse nicht viel so. Jetzt die Zwiebeln anrösten. Dass die etwas braun werden. Dann geben wir das gemischte Hackfleisch, 500 Gramm sind es. Geben wir mal rein. Würzen brauchen wir es nicht, weil die Miso-Paste sehr salzig ist. Also braucht man eigentlich nichts dazugeben, vielleicht ein Schuss Sojasauce, wer will, aber Salz und Pfeffer braucht man eigentlich keins dran machen. So, jetzt müssen wir das dann aufbrutzeln. Brutzelt schon, weil man hier mit der Mucke. So, lassen wir schön brutzeln. Dabei kann ich schon mal die Flüssigkeit vorbereiten. Also ich nehme jetzt erstmal 1 Liter Wasser. Na Wasser, 1 Liter. So, und hier sind meine Zwiebeln, die brutzeln schon schön. So, dann geben wir das Hackfleisch rein. Die Zeit. Ah ja, locker, bin locker. Machen wir 2 Teile. So, jetzt brate ich das Hackfleisch an.
Und zu dem Gericht gibt es Nudeln. Habe ich schon vorgekocht. Wer will, kann Spaghetti nehmen. Oder Penne. Ich persönlich bevorzuge Spaghetti oder Penne. Nudeln habe ich schon fertig. Den brauche ich jetzt nicht mehr kochen. Aber bloß die Soße für Schascha, ne? So. Schön durchrösten, dass das schön durchgebraten ist. Hackfleisch sollte man immer ein bisschen vorsichtig walten. Immer schön durchbraten, die Lebensmittel. Also beim Hackfleisch zumindest. Ja, wir können es sehen. So, und jetzt löschen wir das dann ab. Beziehungsweise, ich gebe immer noch ein bisschen so 50 ml Sojasauce rein. Hier drehen. So, Sojasauce. 50 ml circa. Drehe ich nochmal um. Dann ist es auch ein bisschen gewürzt. Und dann gebe ich 1 Liter Wasser rein. Durchbraten. Yep. So, lala. So, 1 Liter Wasser. So, zu dem Wasser jetzt gebe ich die Miso-Paste rein, ungefähr so 2 Löffel. Mal gucken, wie es mit der Zeit steht. 12 Minuten, ja, haben wir noch ein bisschen. Dann gebe ich ungefähr 2 solche gehäufte Esslöffel Miso rein. So wie Miso. Zu guter Letzt, ja, wir haben noch 2 Minuten. Ein bisschen umrühren. So, ja, so, sie brauchen vielleicht am Schluss noch ein bisschen zu nachwürzen. Hier sind meine gewürfelten Kartoffeln. Die gebe ich jetzt auch dazu. Erst nochmal hier ein bisschen umrühren. Dass sich das schön. Jetzt schalte ich dann auf 2-mal runter und jetzt kommen die Kartoffeln rein. Und jetzt muss man die ganze Geschichte circa so die Viertelstunde kochen lassen. Jetzt leicht vorköcheln, bis die Kartoffeln durch sind. Und dann müssen wir noch ein bisschen abschmecken mit Miso. Oder wer will, kann man das so auch machen. Und zwar, ich gebe dann meistens noch so einen halben Würfel Bratensaft dazu. Man kann auch einen frischen Bratensaft nehmen und da ungefähr 100 ml dazu gießen. Jeder wie es mag. So, ja, das riecht jetzt schon nach Miso. Jo, jetzt haben wir da 1 Liter Wasser drin. Wie gesagt, das dauert jetzt eine Zeit. Den Bratensoßenwürfel, den tun wir später rein, weil ich gehe jetzt mal auf Pause. Dann machen wir den Part 2. Machen wir 2 Parts. Bei 15 Minuten, glaube ich, bei YouTube. Anschluss, gell? Ja, haben wir eh nicht mehr lang. Ein paar Sekunden noch. Anyway, anyhow. Bis zum zweiten Teil. Ich lasse es jetzt auf 2, ungefähr eine Viertelstunde aufköcheln. Und dann schmeckt man noch ein bisschen ab. Ja, bis gleich. Pfiat euch. Und zwar, jetzt habe ich das ungefähr eine Viertelstunde langsam auf Stufe 2 köcheln lassen. Und dadurch Kartoffeln drin sind, natürlich Stärke. Ist natürlich das Wasser jetzt weggegangen. Ich habe vorhin 1 Liter Wasser rein. So sieht es jetzt aus noch. Viertelstunde, 20 Minuten. Kartoffeln sollten durch sein. Zu guter Letzt gebe ich noch einen Bratensoßenwürfel rein. Ich habe da jetzt leider nur noch einen halben. Geben wir den rein. Hier habe ich schon Nudeln. Jetzt müssen wir das hier noch umrühren. Weil die Kartoffeln sind auch schon weich und bissfest. Wer will, kann zu guter Letzt auch noch, ich sage immer, einen Schuss Europa reingeben, Schuss Sahne. Ich persönlich mache das jetzt mal nicht. Ich glaube, in Asien hat man das auch nicht so mit der Sahne. Braucht man eigentlich auch nicht. Und ja,
ist eigentlich schon fast fertig. Am Schluss noch ein bisschen abschmecken. Und zwar entweder ein bisschen noch von Miso reingeben. Oder noch einen kleinen Schuss Sojasauce. Zur Miso muss ich sagen, ich weiß nicht. Das mag auch nicht jeder, das hat ein bisschen einen eigenen Geschmack. Aber wer schon beim Japaner beim Essen war, der kennt eigentlich die Miso-Shiro, also Miso-Suppe. Und so schmeckt das halt auch. Das ist im Endeffekt, sage ich mal, eine asiatische Soße, so Spaghetti Bolognese mäßig. Das ist halt asiatische Bolognese. Und zwar eine Miso-Bolognese. Und ja, ich sage dazu, Shashame. Aber so, wie ich erfahren habe, ihr kommt es so aus Südjapan. Ist eigentlich auch mehr oder weniger ein bisschen ein Armenessen, weil Miso ist eigentlich ein Grundnahrungsmittel in Japan, also Miso hat jeder daheim. Und Kartoffeln, man kann auch Karotten noch reingeben in die Soße. Man kann auch Brokkoli oder was weiß ich. Wie man sagt, mag ich persönlich, mag es am liebsten mit Kartoffeln und Hackfleisch und Miso-Basis. Ja, das ist eigentlich jetzt recht soßige Konsistenz geworden. Habe ich noch gar nicht mehr mit Wasser aufgießen müssen. Also ein Liter müsste genügen. Wenn es natürlich zu dick wird, dann muss man halt doch ein bisschen so 100-200 Milliliter Wasser noch nachgießen. Und wie gesagt, das allerletzte ein bisschen abschmecken mit Miso oder Sojasauce. Oder wer will, Schuss Europa, ein bisschen Sahne rein, dann wird es sowieso ein bisschen dicker. Vor allem Fett ist ja ein Geschmacksträger und das schmeckt dann ein bisschen milder, möchte ich mal sagen. So, jetzt schauen wir mal, ob da hier was geworden ist. Ja, optimal. Nudeln, wer will, auch kann auch Spaghetti nehmen oder egal welche. So, und jetzt, das kommt dann. Die Soße tue ich dann über die Nudeln. Klar, wohin denn sonst? Und zu guter Letzt noch ein bisschen Sesamkörner. Ja, das kann ich immer ausmachen. Das ist eh fertig. Ich tue noch einen Schuss Sojasauce. Brauchen wir auch nicht mehr. Und ich persönlich finde, es schmeckt am nächsten Tag am besten. Also wenn man es mal ein bisschen abkühlen lässt und das am nächsten Tag nochmal isst, schmeckt es bombig. Und dann kann man dann auch noch ein bisschen Wasser dazugeben nächsten Tag, weil natürlich die Kartoffeln nachziehen. Ziehen natürlich Flüssigkeit. Ich hoffe, dass die Soße auch gut. Ja, so schaut das Ganze aus. Machen wir noch ein bisschen schön. Und jetzt zu guter Letzt, so schaut es aus, ich noch ein paar Sesamkörner. Ja, das wäre es eigentlich. Ich hoffe, das kocht mal jemand nach. Ich persönlich mag das recht gerne. Ist so einer meiner Lieblings, das können wir auch wegtun. Mein Lieblingsessen geworden. Geht ja nicht auch recht schnell, macht satt. Ist nicht allzu teuer und ja, lasst es euch munden. Ja, gut und viel Spaß beim Nachkochen. Na, zum Miso wollte ich noch was erklären. Da werden vielleicht doch ein paar Fragen auftauchen. Und zwar, das ist hier das helle Miso. Es gibt auch ein dunkles Miso. Hier nämlich die Light-Version. Das ist nicht ganz so würzig. Und ist auch ein bisschen heller. Das andere ist so recht dunkelbraun. Also das helle Miso wäre nicht ganz so angemessen zum Shashamen kochen. Ja, da wollte ich eigentlich nicht mehr sagen. Jetzt bin ich aber wirklich weg. Das wird zu viel. Wir zeigen schon.